Kommt herein, liebe Gemeine und Böswillige. Herzlich willkommen bei den bösen Witzen des Todes. Ihr seid hier genau richtig. Für euch gibt's fiese Pointen und herrliche Gemeinheiten. Für die unter euch, die sich von derbem Humor angegriffen fühlen, verlasst diesen Ort und malt ein Bild, bis eure Mama nach Hause kommt. Tschüss. Für alle, die mit mir kommen, heißt es, Schadenfreude soll euer Lohn sein. Los geht's. Mein Kollege erzählt mir neulich am Telefon, dass er immer weint, wenn er ganz tief geliebt wird. Ich dachte, was für ein Weichei, bis mir einfiel, dass er ja im Gefängnis ist. Meine Freundin hat ein Muscheltattoo auf der Innenseite ihres Oberschenkels. Wenn man sein Ohr drauflegt, kann man das Meer riechen. Opa ist gestorben. Wie das denn? Er hat sich mit einem Hammer auf den Daumen gehauen. Aber daran stirbt man doch nicht. Naja, er wollte nicht aufhören zu schreien. Ich habe neulich eine schöne Flasche Wein für meine Frau bekommen. Guter Tausch. Zwei Bestattungsunternehmer unterhalten sich. Sagt der Erste, du, letzte Woche wurde eine Frau beerdigt, die hatte einen Kitzler wie eine eingelegte Gurke. Wie? So krumm? Nein, so salzig. Boah! Sagt das kleine Mädchen zu ihrer Mutter. Mama, Mama, warum habe ich nicht so ein Ding zwischen den Beinen wie der Nachbarsjunge? Geduld, mein Kind, Geduld. 1060 haben die Türken erstmals den Schafsdarm als Kondom benutzt. 1872 revolutionierten es die Engländer, indem sie ihn vorher aus dem Schaf herausgenommen haben. Vor welchem Tier haben Frauen Angst? Vorm Vergewalttiger. Die Frau kleckert beim Essen. Ich sehe aus wie ein Schwein, sagt der Mann. Und gekleckert hast du auch noch. Ein Buckliger beim Bäcker. Ich hätte gern ein Brot. Schluck doch das eine erstmal runter. Oh. Mami, darf ich die ganze Schüssel auslecken? Nein, Hans, du drückst die Klospülung wie jeder von uns auch. Schwarzer Humor ist so wie Essen. Hat halt nicht jeder. Mami, Mami, ich will nicht mehr. Mir ist so schwindlig. Sei still, Kind. Das ist doch erst der Vorwaschgang. Was ist ein Frosch ohne Schenkel? Langsam. Was ist gemein? Vier Kinder in eine Mülltonne zu stopfen. Und was ist fies? Ein Kind in vier Mülltonnen zu stopfen. Herr Doktor, wo bringen Sie mich nur hin? Ins Leichenschauhaus. Aber ich bin doch noch gar nicht tot. Und wir sind auch noch gar nicht da. Mama, Mama, hier unten ist ein Mann, der Sex will. Um Gottes Willen, lass diesen Mann. Hab ich schon, aber er will noch mal. Der Sohn beschimpft seine Mutter als Schlampe. Die Mutter geht zum Vater und sagt, unser Sohn hat mich Schlampe genannt. Der Vater sagt, jetzt knöpfen wir uns den Hurensohn vor. Warum können Frauen in der Türkei und im arabischen Raum nicht boxen? Weil sie keine Rechte haben. Zwei Frauen. Kaum habe ich neue Schuhe, schon bekomme ich Blasen. Echt? Bei mir ist das andersherum. Abschlussprüfung beim Sondereinsatzkommando. Drei Kandidaten sind noch übrig, die voneinander isoliert sind. Der Ausbilder zum Ersten. Gehen Sie in den Raum dort, da ist Ihre Freundin drin. Sie hat Landesverrat begangen. Hier ist eine Schusswaffe, töten Sie sie. Er geht in den Raum und kommt nach 10 Minuten wieder raus. Ich kann das nicht machen. Ausbilder, tja, das tut uns leid, Sie haben nicht bestanden. Der Ausbilder zum Zweiten. Gehen Sie in den Raum dort, da ist Ihre Verlobte drin. Sie hat Landesverrat begangen. Hier ist eine Schusswaffe, töten Sie sie. Er geht in den Raum und kommt ebenfalls nach 10 Minuten wieder raus. Ich kann das nicht machen. Der Ausbilder, tja, tut uns leid, Sie haben nicht bestanden. Der Ausbilder zum Dritten. Gehen Sie in den Raum dort, da ist Ihre Ehefrau drin. Sie hat Landesverrat begangen. Hier ist eine Schusswaffe, töten Sie sie. Er geht in den Raum und nach 5 Minuten ertönt auf einmal lautes Gepolter und Geschreie. Dann Ruhe. Der Mann kommt wieder aus dem Raum und sagt, welcher Vollidiot hat denn hier Platzpatronen in die Knarre gepackt? Ich musste die Alte mit dem Stuhl erschlagen. Leute, die wirklich für nichts gut sind, können einen mindestens zum Lächeln bringen, wenn man sie die Treppe runterstößt. Was spielen die Kinder in den Minenfeldern? Wer sucht, der findet und wer drauftritt, verschwindet. Zwei Freunde treffen sich zufällig nach vielen Jahren wieder. Hat deine Frau eigentlich ihre tolle Figur behalten? Sagt der andere, was heißt behalten? Sie hat sie sogar verdoppelt. Ein LKW wird auf der Autobahn von einer Blondine in einem Mercedes fies geschnitten und kommt fast von der Straße ab. Wütend rast der LKW-Fahrer hinterher, schafft es, sie zu überholen, um sie auf einen Parkplatz zu drängen. Er holt sie aus dem Wagen und schleppt sie ein paar Meter davon, zeichnet mit Kreide einen Kreis um sie herum und warnt. Hier bleiben Sie stehen. Wehe, Sie verlassen den Kreis.
Dann widmet er sich dem Wagen. Mit einem Schlüssel zerkratzt er den Lack von vorne bis hinten. Als er danach zur Blondine schaut, grinst diese völlig ungeniert. Das macht ihn wütend. Er holt aus seinem LKW einen Baseballschläger und zertrümmert die Scheiben des Mercedes. Sie grinst noch viel breiter. Ach, das finden Sie witzig, schimpft er und beginnt die Reifen mit einem Messer zu zerstechen. Die Blondine bekommt vor lauter Kichern schon einen roten Kopf. Nachdem er auch die Ledersitze aufgeschlitzt hat und das Mädel sich vor Lachen kaum noch auf den Beinen halten kann, geht er zu ihr hin und schreit: Was ist? Warum lachen Sie? Kichernd sagt sie: Immer wenn Sie nicht hingeguckt haben, bin ich schnell aus dem Kreis gehüpft. Wo waren Sie in der fraglichen Nacht zwischen 1 und 4 Uhr? Im Bett. Zeugen? Hab ich versucht. Und die finale Höchststrafe. Unsere Oma ist mit dem Kochtopf voll Kartoffeln die Treppe runtergefallen und hat sich das Genick gebrochen. Und was habt ihr da gemacht? Nudeln. Du hast selber böse Witze? Rein in die Kommentare. Lass mir ein Like da. Danke und bis zum nächsten Mal.